Denn nach dem Fall der Mauer, als die Kollegen von meinem Betrieb auf der anderen Seite der Mauer, das war nämlich das Energiekombinat Berlin, dann merkten, da sitzen ja auf der anderen Seite sitzen ja die gleichen, die gleichermaßen interessierten Menschen auch, die nämlich Strom erzeugen wollten. Da kamen die in Scharen. Und wir haben sie aufgenommen, wir haben sie nicht als Vertreter eines Fremden, eines Regimes angesehen, mit denen man nicht reden darf, sondern wir haben sie vollwertig als unsere Kollegen angesehen. Wir haben ihnen gezeigt, was man mit einer demokratischen Entscheidungskultur machen kann. Wir haben ihnen unsere Tarifverträge gezeigt und die waren natürlich hell begeistert und wollten die auch haben. Und das war dann, das ging so ja noch weiter über die Grenzen Berlins hinaus. Ich habe in Brandenburg viele, viele Anlaufstellen gehabt, wo wir dann über unsere Arbeit berichtet haben. Ich habe darüber auch ein Tagebuch geführt, eine ganze Zeit lang mal, um mal selber mal festzuhalten, mit wem wir und worüber wir gesprochen haben. Das war eine ganz spannende Angelegenheit. Und vor allen Dingen wollten die Kollegen aus der Energiewirtschaft, die wollten gerne etwas über betriebliche Mitbestimmung erfahren, also über das, was sie dort gar nicht kannten, nämlich Betriebsräte. Sie kannten eigentlich nur die gewerkschaftliche Arbeit und die Gewerkschaft wurde dominiert durch ein paar Funktionäre dort drüben. Und dass man dort eine Vertrauensleutearbeit aufbauen kann, wo jeder, der sich interessiert, auch mitreden kann, das war für sie natürlich auch neu und spannend. Und wir haben ihnen versprochen, ihr kriegt genau die gleichen Lebensverhältnisse, wie wir auch in dem ehemaligen Energiekombinat in Ostberlin. Und wir haben es tatsächlich eingelöst, dieses Versprechen. Wir haben 1994 nachher gleichlautende Tarifverträge auch für diesen Teil unseres Betriebes nachher, das wurde zusammengeschlossen. Wir haben die gleichlautenden Betriebsvereinbarungen nachher auch für Sie erreicht und haben unser Wort eingelöst. Ihr habt die gleichen Bedingungen wie wir auch. Es gab auch in den Tarifverträgen, die wir hatten, keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen und Männer von gleichen Tätigkeiten kriegen das gleiche Einkommen und sie haben nicht wie im öffentlichen Dienst oder in anderen Bereichen nach der Wiedervereinigung die Ostberliner erstmal 80% bekommen oder 85% und dann 90%, sondern bei uns, es gab eine gewisse Zeit des Angleichens, aber 1994 war nachher der Zusammenschluss erreicht und alle bekamen das Gleiche. Und darauf bin ich heute noch stolz darauf. Und wir haben es natürlich nicht alleine geschafft. Auch die Leitung oder der Vorstand der Firma hat dahinter gestanden und die haben da mitgezogen, weil sie auch von der Meinung überzeugt waren, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.